ihnen ist der Erfolg wieder zurückgekehrt. Es gab, wenn man die Punktebilanz anschaut, aus den letzten 16 Spielen 24 Punkte. Das ist ein Schnitt von 1,5. Wenn man das hochrechnet, sind das 57 Punkte in einer Saison. Wie sehr orientieren Sie sich daran jetzt in der neuen Saison? Also man hatte jetzt am Anfang das Luxusproblem, dass man eben nicht auf die Tabelle schauen muss. Und so wollen wir das auch angehen. Wir haben das Ziel, diese Saison eine Möglichkeit, in jedem Spiel konkurrenzfähig zu sein. Konkurrenzfähig bedeutet für mich, dass ich eine realistische Chance habe, ein Spiel zu gewinnen. Das waren wir in vielen Spielen der vergangenen Saison nicht. Da war es tatsächlich so, dass schon Ostern und Weihnachten zusammenkommen musste, dass wir irgendwie was mitnehmen. Und ja, das Ziel ist einfach, dass wir uns da verbessern und weiterkommen. Aber ganz kurz, 1,5 Punkte, wäre das so ein Ziel, ganz konkret, pro Spiel im Schnitt? Ich will das nicht an Punkten festmachen, weil es zwar statistisch interessant ist, natürlich weiß ich das auch, dass es so gewesen ist, aber mit weniger wäre man auch abgestiegen. Das ist auch die Realität und die Wahrheit ist trotzdem irgendwie eine ganze Saison. Und die bedeutete eben dann ein Platz über dem Strich. Das ist halt die Wahrheit irgendwo. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Ich glaube, im Leben ist es generell wichtig zu wissen, wohin man will. Aber noch wichtiger ist zu wissen, woher man kommt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Letztes Jahr zum Saisonauftakt, da gab es hier ein Motto, das hieß Jung und Wild. Das war die Überschrift über der Mannschaft. Wie ist das Motto dieses Jahr? Also ich bin nicht aus der Marketingabteilung und deswegen werden Sie von mir so etwas nicht hören. Wie gesagt, wir wollen hier etwas aufbauen, wir wollen, dass sich eine Mannschaft herausbildet, dass wir konkurrenzfähig sind und ja, ich glaube, dass wir am Ende der Vorbereitung vielleicht schlauer sind, vielleicht können wir da konkretere Ziele formulieren, aber aktuell ist einfach so, dass wir das, was wir zusammengeholt haben oder gehalten haben, zu einer Mannschaft formen müssen und das ist erstmal die vorrangige Aufgabe. Nichtsdestotrotz ist eine gewisse Erwartungshaltung da, auch wenn man mit den Fans spricht. Das haben die letzten Spiele einfach untermauert. Wie gehen Sie damit um? Ja, ich finde es sehr positiv, dass die Menschen ja, diesen Kurs unterstützen, dass jetzt heute auch, also Wahnsinn, wie viele jetzt heute gekommen sind zu einem Training. Und das ist schön. Also das ist aber gleichzeitig auch eine große Verantwortung, der wir versuchen, gerecht zu werden. Und natürlich weiß ich, dass wenn man jetzt die ersten drei Spiele verlieren sollte, dass es wieder umschlagen kann, aber wir wollen es nicht so weit kommen lassen. Lass uns mal konkret über ein paar Personalien sprechen. Beza Halimi, Mittelfeldstratege, der ist am Montag verpflichtet worden, zuletzt in Griechenland gespielt, hat in der ersten dänischen Liga gekickt, 52 Zweitligaspiele. Wie lief das ganz konkret ab, so ein Transfer? Na, ganz konkret läuft es so ab, dass man miteinander telefoniert, immer im ersten Schritt. Man sammelt natürlich Infos ein, hat selbst sich Profile erarbeitet, wo man dann sucht. Und ich kenne den Beza auch schon sehr lange. Habe ihn auch vor allem zu seiner Zeit beim FSV Frankfurt in der zweiten Liga sehr intensiv verfolgt, weil es bei mir vor der Haustür war. Und ja, als man erfahren hat, dass der Beza unbedingt nach Deutschland zurück möchte, sind wir da in Kontakt gegangen. Und ja, es waren sehr intensive Gespräche, viele Treffen. Wie viele? Weiß ich jetzt nicht mehr, aber wir haben uns mehrfach getroffen. Und das letzte Mal persönlich dann auch jetzt im Urlaub des Trainers in Stuttgart, ja, wo er dann auch hingeflogen kam, weil wir nochmal einen letzten Eindruck haben wollten, dass es für beide Seiten das Richtige ist. Wird jeder Spieler, Ihr Neuzugang, bei Ihnen so auf Herz und Nieren durchgecheckt? Also beim Beza war es natürlich schon etwas mehr, weil das jetzt einfach nicht irgendein Spieler ist. Und da ist es eben so, dass es jetzt für uns schon ein großer Transfer ist irgendwo. Und da will man natürlich schon sicher sein, dass der Spieler das auch unbedingt will, dass er auch genau weiß, worauf er sich einlässt, dass er alle Vor-, aber auch Nachteile des Standortes kennt und wir da eben nicht die Welt rosa-rot malen. Und dann ist er da und sagt, was habe ich denn gemacht? Also das war uns schon wichtig, das Ganze so realistisch, wie es ist, auch einfach ihm zu präsentieren. Und von ihm auch ja, spüren, dass er das dann mit uns gemeinsam angehen will. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Beza Halimi. Jetzt brauchen wir mal Ihr scharfes Auge, Herr Sobotzik. Helfen Sie uns mal ganz kurz, wo ist er? Dann kann nämlich unser Kameramann ihn kurz einfangen. Sehen Sie Beza Halimi jetzt? Mario, mein Lieber, du musst dich jetzt auf Suche begeben. Thomas Sobotzik schaut hier erstmal. Ja, meistens muss man bei ihm zentral schauen. Also gelbes Leibchen. Gelbes Leibchen. Jetzt am Ball. Mario, er ist sozusagen
der jetzt auf den Torwart zuläuft, richtig, Herr Sobotzik? Nein, hier ist im zentralen Bereich jetzt hier. Dort haben wir ihn direkt im Mittelkreis jetzt, ne, Herr Sobotzik? Mittelkreis, er orientiert sich jetzt nach vorne. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Er guckt zu uns, richtig, Herr Sobotzik? Ja. Also ich meine, es ist natürlich einer, der hat Star-Charakter, hat Europa League gespielt mit Brøndby, hat den dänischen Pokal gewonnen. Wie wichtig ist es, dass man auch aufs Mannschaftsgefüge achtet, dass es eben nicht solche Riesenausschläge gibt zwischen Stars und Anfängern, sage ich mal, naja, oder Newcomern? Es gibt keinen Star bei uns, auch der Besa ist jetzt kein Star. Das ist jetzt eine der Sachen, die Besa auch weiß, dass bei uns niemand über den Dingen steht. Kein Niklas Kreuzer, kein Niedfeld, kein Sven Müller und auch nicht er. Und auch er weiß, dass ich alles neu erarbeiten muss, dass es eine sehr harte Liga ist. Er ist in der Lage, uns zu helfen, aber das wird er auf dem Platz beweisen müssen. Herr Sobotzik, letztes Jahr oder letzte Saison ging es einfach nur darum, den Verein zu retten. Er stand am Abgrund, Sie haben es geschafft. Jetzt fängt man bei Null an. Inwieweit wird das vielleicht auch den Spielstil ändern? Oder setzen Sie die Linie fort, kompakte Defensive, Viererkette und dann zügig nach vorn? Es wird sich nicht viel ändern in dem Ansatz, den wir folgen, der Trainer verfolgt. Wir achten sehr, sehr viel eben auch auf taktische Disziplin, auf klare Abläufe. Jeder bei uns weiß, was seine Aufgabe ist und das muss er mit allem, was er hat, ausfüllen. Und das wird bleiben. Das heißt nicht, dass wir immer die gleiche Grundordnung spielen. Also da ist unser Trainer sehr flexibel, das dann auch anzupassen. Aber der rote Faden bleibt bestehen. Dominik Stecik ist einer der Spieler, die den Verein verlassen wird, auf eigenen Wunsch. Er ist ein Stürmer. Dominik Baumann hat jetzt quasi keine richtige Konkurrenz, also rein von der Position her. Ja, ich meine, Tom Baumgart kann auch vorne spielen, klar. Aber was wird sich da noch tun? Was werden Sie noch für einen Stürmer-Typ suchen? Ja, wir haben schon, glaube ich, Ando Belicki vergessen, der uns auch sehr geholfen hat in der Schlussphase, der leider sehr lange verletzt war. Wir haben auch den jungen Jonas Marx, der irgendwo auch jetzt seinen Stempel aufdrücken will. Ich kriege schon kurz dazwischen, der wird hochgezogen aus der A-Jugend, hat dort 14 Tore erzielt und wird da jetzt sein Glück versuchen in der dritten Liga. Ja, also das ist schon so, dass wir jetzt schon auch Alternativen haben und möglicherweise werden wir noch jemanden dazu holen. Es ist jetzt jemand auch da, der jetzt in der Anfangszeit jetzt mittrainiert, den wir uns auch anschauen werden. Da gehe ich mal dazwischen, das ist Younes Marzouk, Testspieler, kommt oder hat zuletzt in Rumänien gespielt in der ersten Liga. Bevor wir über ihn reden, wir machen es diesmal andersrum, die zeigen uns ihn gleich und dann reden wir drüber. Wo ist der? Ja, muss ich selber gucken, ich beobachte das Spiel ja jetzt nicht. Ja, aber Sie haben ein scharfes Auge, Herr Sobotzik. Also, mehrere hundert Bundesligaspiele, da. Da ist er jetzt, da sprintet er jetzt hier auf den. Okay, ich habe ihn gesehen. Also er läuft jetzt hier vorbei mit einer etwas hohen Stirn, kein Leibchen an und joggt daneben Neuzugang Dietrich, wenn ich das richtig sehe, ne? von Werder Bremen. Genau. Genau, Mario, den hast du. Er blickt jetzt zu uns. Genau, also ein Testspieler. Was erhoffen Sie sich von dem? Ja, wir wollen einfach mal sehen, wie sein aktueller Stand ist. Das ist ein sehr, sag mal, talentierter Spieler, sehr erfahrener Spieler schon, trotz seines, sag mal, relativ jungen Alters, noch mit 26. Hat schon sehr bewegte Vita. Das sieht aus bei ihm in der Vita, als wenn er jedes halbe Jahr wechselt. Man muss dazu erklären, dass ihn sehr, sehr früh Juventus Turin gekauft hat und er dann jedes halbe Jahr woanders hin verliehen wurde. Wir wollen einfach mal schauen, wie er sich präsentiert. Von dem, was wir von ihm wissen, ist, dass er schon sehr, vieles von dem mitbringt, was wir da auch jetzt suchen auf diese Position. Und das wollen wir uns mal jetzt live mal anschauen. Es ist auch dem Vernehmen nach so, dass einige Spieler noch den Verein verlassen sollen. Alexander Winkler zum Beispiel, eventuell auch Leon Dahmer. Und über Alias Zazar, Mittelfeldabräumer, wird auch spekuliert, dass das ein Interesse geben würde vom 1. FC Nürnberg. Wie konkret ist das? Da gibt es kein Interesse mehr vom 1. FC Nürnberg. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass es gab Kontakt jetzt zu einigen Zweitligisten. Aber bis dato liegt nichts Ernsthaftes auf dem Tisch. Was heißt ernsthaft? Wie ernsthaft muss das sein? Ernsthaft ist es so, dass das nicht Beträge sind, die Bundesligisten für einen NLZ-Spieler bezahlen, weil damit brauchen wir uns nicht auseinandersetzen. Da gibt es auch bei uns ganz klares Einvernehmen im Präsidium, dass wir nur Spiele abgeben, wenn sie auch dementsprechend auch marktgerecht bezahlt werden. Wir sind weit davon entfernt zu sagen, irgendein Spieler ist unverkäuflich, das ist ja klar.
aber sind auch jetzt nicht irgendwie Selbstbedienungsladen, indem man sich die Spieler irgendwo rauspickt und dann mit ein paar Euros dann hinschmeißt. Sie klingt so ein bisschen, als ob Sie ein bisschen enttäuscht sind über das Verhalten Ihrer Mitkonkurrenten oder der anderen Wettbewerber. Ich finde es nicht wirklich seriös, dann einen Spieler verrückt zu machen, wohl wissend letztendlich, wie das Preisschild aussieht und dann mit Beträgen um die Ecke zu kommen, wo von rein klar ist, dass das nichts werden kann. Das macht es dem Spieler sehr schwer, aber wir werden da, denke ich mal, in den nächsten 7, 10 Tagen definitiv eine finale Lösung finden. Ich gehe mal davon aus, dass der Ali bei uns bleiben wird und dann ist die Geschichte dann auch jetzt erledigt. Auf jeden Fall Zustand, wie wir ihn jetzt haben, den wollen wir so nicht und werden auch nicht dulden. Letzte Frage dazu, um das nochmal abzuschließen, damit die Zuschauer auch so eine Vorstellung haben. Er hat ja einen Marktwert, alias Zazar. Wir können ihn vielleicht gleich mal zeigen. Dann haben wir nämlich eine viel bessere Chance, darüber zu reden. Lieber Mario, alias Zazar, ist dort im Mittelfeld. Er ist der Einzige, der ein ärmelloses Shirt trägt. Also er zeigt seine Muskeln. Vorne ist Geiretz ohne gelbes Trikot. Und er orientiert sich gerade dort am 16-Meter-Raum neben Jonas Niedfeld. Genau, um das abzuschließen, das Kapitel alias Zazar. Also er hat einen Marktwert von ungefähr 300.000. Redet man dann über solche Summen, also dass man einfach eine Vorstellung hat, die aufgerufen werden müssen, um ihn zu bekommen? Nochmal, erstens ist es nicht so, dass wir einen Spieler unbedingt abgeben wollen, aber wenn jemand an einen Spieler rangeht und sich mit ihm unterhält und ihn verrückt macht, dann sollte er auch bereit sein, marktgerecht zu entlohnen. Ja? Weil das haben wir in Aussicht gestellt, in einem gewissen Zeitkorridor. Aber der Zeitkorridor ist eigentlich jetzt schon abgelaufen und das werden wir sehen, dass wir das jetzt im Sinne des Spielers, aber auch im Sinne des Hallischen FC jetzt in den nächsten Tagen auch jetzt zu Ende bringen, wie auch immer. Gibt es noch andere Juwelen, die begehrt sind bei Ihnen, wenn wir einmal beim Thema sind? Also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es da jetzt nach meinem Empfinden keine weiteren Begehrlichkeiten. Lieber Mario, vielleicht können wir mal ganz kurz nach rechts schwenken. Herr Sobotzik, Sie haben noch kurz ein Minütchen? Ja. Wir sehen hier das Trainerteam mit Sreto Ristić rechts und dem neuen Co-Trainer Roberto Pinto, ehemaliger Bundesliga-Profi für den VfB Stuttgart unter anderem. Da haben die beiden auch zusammen gespielt, genau wie bei den Grasshoppers Zürich. Ja, Thomas Sobotzik, Roberto Pinto, was bringt der für ein neues Element rein als Co-Trainer? Er beerbt ja Max Bergmann. Ja, Roberto ist schon sehr erfahren, also sowohl als Spieler hat er eine sehr bewegte Karriere hinter sich, aber auch als Trainer hat er jetzt schon von der Pike auf, sage ich mal, das Trainergeschäft kennengelernt und jetzt auch in einem nicht so einfachen Umfeld die U19 von Astoria Waldorf in die Bundesliga gebracht, dort auch gehalten und das ist schon jemand, der uns sicherlich da auch ein bisschen Leben einhauchen wird in diesem Bereich und wir hoffen natürlich, dass auch jetzt die Spieler auch von seiner Erfahrung als Spieler auch profitieren, dass er eben dann schon individualtechnisch und taktisch dem einen oder anderen vielleicht auch mal so einige Tipps geben kann. Also Bozek, ich danke erstmal, vielen Dank für das Gespräch. Eine Bitte hätte ich. Ist Herr Pinto so flexibel, dass er mal kurz zu uns kommt oder ist das zu frech während des Trainings? Sie haben ja viel Einfluss. Ja, ich frage ihn mal. Danke, Herr Sobotzik. Ja. So, dann warten wir einfach mal. Herr Sobotzik macht sich auf den Weg, wird dann Roberto Pinto kurz antippen. Währenddessen wird der HFC ein kurzes Trainingsspiel hier absolvieren. Herr Pinto, das war sehr spontan. Stefan Weitling, MDR Fernsehen. Wir sind hier im Livestream zum Trainingsauftakt. Erstmal herzlich willkommen. Ja, wir haben gerade mit Thomas Sobotzik drüber gesprochen. Sie sind ein ganz erfahrener Mann, glaube mehr als 100 Bundesligaspiele absolviert. Astoria Waldorf, zuletzt die U19 in die Bundesliga geführt. Wie sehen Sie Ihre Rolle hier? Ja, es ist ja bekannt, dass der Sreto und ich uns über Jahre kennen und schätzen und auch uns viel über Fußball unterhalten haben über die Jahre und auch ähnlich denken. Und so kam das eben zustande jetzt bei mir, war eben die Möglichkeit, mal einen Wechsel vorzunehmen und das habe ich jetzt ergriffen. Der HFC hat in den letzten Jahren immer hart um die Klasse kämpfen müssen. Wie haben Sie das verfolgt oder haben Sie den gar nicht auf dem Schirm gehabt, den HFC? Ja doch, ich kenne die dritte Liga auch sehr gut, habe ja selber mit dem SV Sandhausen lange in der dritten Liga gespielt, deswegen hat man über die Jahre die dritte Liga auch sehr nah verfolgt. Klar, dass der HFC letztes Jahr eine schwere Runde hatte, aber es zum Glück gut gegangen ist und dieses Jahr wollen wir natürlich eine bessere Runde spielen und von dem her sind wir heute hier angetreten und haben jetzt die Vorbereitung, um die Jungs fit zu bekommen, dass wir dann am ersten Spiel topfit sind.
Apropos Fitness, die letzten beiden Tage waren dafür da, um die Leistungsdiagnostik der Spieler zu checken. Das heißt Fitnesszustand, Kraft, Ausdauer. Die Torhüter waren, glaube ich, auch beim Augenarzt, ne? Ja, alles, was so dazugehört, wurden durchgecheckt, haben einige Leistungstests vorgenommen. Gibt es was Auffälliges? Nö, also es ist alles so im Rahmen und von dem her können wir da gut, mit guten Werten in die Runde oder in die Vorbereitung gehen. Lass uns noch kurz über diese erste Trainingseinheit sprechen. Was steht jetzt ganz konkret an, damit unsere Zuschauer Bescheid wissen? Ja, es ist ja bekannt, dass wir einige Neuzugänge haben. Das Training heute gilt natürlich, um sich ein bisschen kennenzulernen, Ballgewöhnung, so Geschichten. Und ab morgen würde ich sagen, oder ab morgen geht es dann schon ans Angemachte. Und von dem her ist es heute nur so ein bisschen auch für die Zuschauer, dass sie ein bisschen Spaß haben, viel auf Tore. Und ab morgen geht es dann Richtung harte Arbeit. Noch eine Frage zu Ihrem Chef. Sretoristisch, das wissen auch unsere Zuschauer, die oft Sport im Osten schauen und Interviews. Er ist immer sehr, ja, entspannt, bisschen zurückhaltend und so. Welche Rolle haben Sie? Sind Sie eher ein bisschen emotionaler oder wie kann man das sagen? Das wird sich zeigen. Also ich glaube, ich kann alle Facetten, je nachdem, was in dem Moment gebraucht wird. Ja, Sreto ist eher der ruhigere und bei mir ist es so, dass wir situativ dann eben ich dann handle und nicht sagen kann, ob ich eher so oder so bin. Abschließende Frage, dann dürfen Sie zurück zu den Jungs. Gibt es irgendein Geheimnis über Sreto, was wir bisher nicht wussten, irgendeine Sache? Es gibt mit Sicherheit Geheimnisse, die ich hier nicht kundtue. Test bestanden. Danke, Roberto Pinto, alles Gute und wir sehen uns genau. Danke. So, liebe Zuschauer, und gleich geht es hier weiter mit der Spielformation und wir schauen mal hier hoch. Denn da oben, da haben wir lachend den Axel und dahinter den Jürgen. Ich würde die beiden Edel-HFC-Fans mal bitten, runterzukommen. Wunderbar, das funktioniert. Axel und Jürgen sind zusammen, ich würde mal sagen, 120 Jahre alt. Und liebe Zuschauer, schauen Sie sich an, diese beiden Herren verkörpern 100 Jahre Fanschaft HFC. 50 Jahre der Axel, 50 Jahre der Jürgen, genau. Erstmal eure Erwartungshaltung. Ihr habt oben das Training mitbekommen. Es gab viel Applaus bei den Neuzugängen. Wie seht ihr die neue Saison? Wir haben ein sehr gutes Gefühl und sind sehr optimistisch, dass es deutlich besser wird als in der vergangenen Saison. Und ich muss auch sagen, unser neuer Sportdirektor hat bisher ganze Arbeit geleistet, also riesen Respekt, die Mannschaft in der kurzen Zeit jetzt so neu zusammenzustellen. Und aus dem Grunde sind wir halt einfach optimistisch, dass es für uns hier vom HFC eine deutlich bessere Saison wird. Jürgen, wenn man überlegt, dass Sie 50 Jahre Fan sind, wie leidensfähig ist man da als HFC-Fan? Ganz schön, und zwar die grauen Haare kommen eigentlich nur vom HFC. Der goldene Zahn auch nicht? Nee, der war schon immer drin. Aber ich glaube, die Saison wird es besser. Wir haben also auch gut eingekauft, das Gefühl ist zumindest besser und ja, die Hoffnung ist auch da. Ja. Viele sagen mir, es liegt auch an Sretoristisch. Das ist der Trainer des HFC, er kam im Februar nach Halle. Halle lag am Boden, war Tabellenletzter mit 4 Punkten Rückstand und er hat zusammen mit seinem Team dann den Klassenerhalt geschafft. Deshalb ruhen die Hoffnungen auch auf Sretoristisch. Er hat einen Punkteschnitt von 1,5. Wenn wir das hochrechnen, macht das 57. Sie nicken schon. Wäre das so ein Traum für die Saison? Ja, das wär mehr als ein Traum. Also wir träumen gern, wir sind aber auch Realist als HFC-Fans. Und wir haben vor allem die Hoffnung, nicht wieder so zu zittern. Also die letzten 4 Jahre sind wir ja nicht zur Ruhe gekommen, weil wir nur gezittert hatten, weil diese Abstiegsangst leider ständig da war. Und wir wären schon sehr, sehr glücklich, wenn wir in einem ruhigen Fahrwasser sind und jetzt in der neuen Saison mal null mit dem Abstieg zu tun haben. Wer 50 Jahre HFC-Fan ist, der ist sicherlich auch gut vorbereitet. Haben Sie alle 9 Neuzugänge drauf? Noch nicht ganz. Wen kennen Sie schon? Soll Axel helfen? Ja, der Halimi. Richtig, Basar Halimi, haben wir drüber geredet. Er war sogar beim Trainer im Urlaub, kam nach Stuttgart geflogen, weil sie wollten ihn nochmal ganz genau durchchecken. Ja, vielleicht noch jemand anders? Ja, zum Beispiel Baumann aus Zwickau. Wir brauchen auch jemanden oder einige, die Tore schießen. Und was ich natürlich auch klasse finde, der Müller, der bei Dynamo Dresden ja manchmal nicht erste Wahl war. Sven Müller, Torwart, genau, der kommt zurück. Eine richtig starke Saison gespielt und auch vom Typ her passt der einfach sehr gut nach Halle. Abschließende Frage, es hat sich ja viel getan in dem Jahr. Präsident ist zurückgetreten, Sportdirektor ausgetauscht, neuer Trainer, neuer Co-Trainer. Wie nehmt ihr euren Verein jetzt eigentlich so wahr? Ja, also ich auf jeden Fall habe ein besseres Gefühl. Und ich denke, dass die Saison auch viel, viel besser wird als die letzte. Und tja, alles andere muss sich auf dem Rasen beweisen.
Ja, der Platz, der, auf dem Platz wird es entschieden, das ist klar. Aber man hat so das Gefühl, dass da auch ein anderer Spirit, ein anderes Team jetzt auch da ist, also auch ein Zusammenwirken. Ich will jetzt nicht rückwirkend auf Ralf Minger schimpfen, aber da hatte ich das Gefühl, hatten wir das Gefühl, der ist nie in Halle angekommen. Der hätte in Dresden bleiben sollen. Und hier hat man das Gefühl, die sind in Halle jetzt alle angekommen und wollen für den HFC auch was erreichen. Ja, und das macht uns einfach Mut. Weil Sie gerade angesprochen haben, Ralf Minger hat aber auch mit Tom Zimmerschied jemanden verpflichtet, der mittlerweile bei Dynamo Dresden spielt. Also es waren auch Zugänge dabei, die eingeschlagen haben. Ja. Ist nur zur Einordnung, genau. Das Fußballgeschäft ist so, aber wir sind im Hallenser und hatten damals riesen Hoffnung, als es hieß, Ralf Minger wird unser Sportdirektor, und diese Hoffnungen sind enttäuscht worden. Ist einfach so. Ja, der Anspruch war auch ein anderer, da gebe ich Ihnen recht sozusagen. Es hieß, dass man so sich an Hansa Rostock orientiert, das heißt also die ersten 6, 7 Plätze anstrebt, und das ist nicht gelungen. Ich sage vielen Dank an 100 Jahre Fanfreundschaft, auf die nächsten 100 an Axel und an Jürgen. Machen Sie sich einen schönen Abend, und liebe Zuschauer, während hier hinten, da sind wir dabei, alles Gute, Dankeschön. Und vielleicht kann Mario mal rumschwenken, wir schauen nochmal auf das Trainings- bzw. es ist ja das Stadion, auf das Stadionfeld. Das ist Niklas Landgraf da gerade am Ball. Das ist Lofobalo, der neue Mann von Borussia Mönchengladbach. Und dann gibt es einen schnellen Angriff nach vorne, und Sven Müller packt zu. Er ist zurück im Tor. Vielleicht können wir kurz bei ihm bleiben. Mario Sven Müller hat 2 Jahre für den HFC gespielt. Unumstrittene Stammkraft, Verletzungen haben ihn aber immer wieder zurückgeworfen. Und er ist letzte Saison nach Dresden gewechselt, hatte den Anspruch, Nummer 1 zu werden, kam aber an Triljaccia nicht vorbei. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob meine Augen wirklich richtig sind, ob das wirklich Müller ist. Ich glaube, es ist der Ersatzkeeper Moritz Schulze, beziehungsweise der Neuzugang, habe ich, glaube ich, geirrt. Tut mir leid dafür. Genau, das ist Sven Müller. Also, ich brauche wirklich eine Brille. Nee. Bevor wir sie ganz kürre machen, hören wir lieber auf. Also, ich brauche eine Brille, und dann sage ich Ihnen, wer ist. Wir freuen uns jetzt erstmal, während das Training noch läuft. Wir haben gerade ein paar ältere Fans gehört. Jetzt ein paar jüngere zu begrüßen, die vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung haben, wer weiß das schon. Da haben wir den Vincent und den Oskar, auch 2 HFC-Fans, die habe ich vorhin kennengelernt und mal gefragt, ob sie mit uns mal kurz reden wollen. So, wir hatten hier gerade 2 Männer, die haben zusammen 100 Jahre Fan-Freundschaft mit dem HFC. So lange sind die schon verbunden. Wie lange seid ihr dem HFC verbunden bereits? Boah, kann ich gar nicht sagen. Seit ich eine U7 spiele beim HFC oder gespielt habe. Ja. Also 10 Jahre würde ich mal schätzen. Genauso ungefähr. Klar. Wie ist euer Gefühl? Alle sind hier positiv gestimmt. Ist das auch die Jugend? Kann ich so unterschreiben. Wir sind sehr positiv gestimmt, aber das waren auch die letzten Jahre, muss man dazu sagen. Wie nehmt ihr den Verein gerade so wahr von außen? Hat sich viel getan? Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, Präsidium abgewählt, alles neu? Ja, wir freuen uns jeden Tag auf neue Informationen, auf neue Transfers. Wir sind immer auf den Seiten unterwegs und freuen uns. Neue Neuzugänge gibt's? Habt ihr schon alle drauf? Tatsächlich noch nicht. Wir haben vorhin ein bisschen rumgerätselt, wer ist. Ja, auch den Probespieler haben wir jetzt gerade rausgefunden. Ja, wird noch eine Weile dauern. Wie ist es so, die letzten Jahre HFC-Fan zu sein? Anstrengend, aber ich sag mal, der Saisonschlusssport war auch immer ganz schön. Wir sind jedes Spiel hingegangen, war immer sehr spannend. Ja, aber ein bisschen weniger Spannung wäre auch ganz gut. Ja, also wie gesagt, jedes Mal dieses Abstiegsnot, das gefällt einem zwar, wenn man am Ende über dem Strich dreht, aber wir würden auch gerne mal die oberen Mittelfeldplätze anpeilen. Alles klar. Männer, darf ich ja schon sagen, vielen Dank. Sehr gerne. Dann alles Gute beim Zugucken des HFC. Ich sage vielen Dank. Danke. Und wir schauen noch mal, was sich hier auf dem Platz tut. Ich muss Ihnen sagen, dass die Trainingseinheit 20 Minuten später begonnen hat. Ursprünglich sollten die Jungs um 17 Uhr rauskommen. Sie kamen aber dann um 17.20 Uhr. Es hat sich alles ein bisschen nach hinten verzögert. Und deshalb wird es auch noch eine Weile dauern, diese Trainingseinheit, die für 75 Minuten anberaumt ist. Wir haben es jetzt gleich 6:30 und wir entlasten mal unseren Mario. Der packt jetzt mal kurz die Kamera aufs Stativ. Da haben wir einfach einen kleinen Ruckler kurz und dann geht es sofort weiter, ganz geschmeidig. Und vielleicht können wir mal aufs Retouristisch
wenn alles eingerichtet ist, zeigen. Er steht da gerade an den Torstangen. Erklärt, er ist ja einer, das haben viele Spieler erzählt, der immer direkt ins Geschehen eingreift. Das geht schon beim Erwärmen los. Wenn da irgendeine Warmmachübung zu lasch ausgeführt wird, dann gibt es sofort die Korrektur vom Chef. Das kommt an bei den Spielern. Sreto Ristić wird also jetzt zum ersten Mal seinen in Anführungsstrichen Wunschkader zusammen haben. Jetzt werden hier ein paar Standards geübt. Das war Dominik Baumann, 14 Tore letzte Saison für den FSV Zwickau, hat nachgewiesen, dass er in der dritten Liga immer zweistellig treffen kann. Tuner Deniz mit einer artistischen Einlage. Und das ist ein schönes Kopfballtor von Niklas Kreuzer. Da müsste ich aber jetzt richtig liegen. Und der FC, der schießt sich warm und versucht sich warm zu köpfen für die neue Saison. So, ich würde vorschlagen, wir haben ja auch noch in der Geschäftsführung neue Gesichter. Und da wir bislang nur Männer hatten, würde ich jetzt mal versuchen, eine Frau ranzuholen. Mario, du bleibst hier einfach auf Position und ich bin gleich zurück. Und ich freue mich, dass Frau Hammer jetzt kurz Zeit hat. Sie verstärkt den HFC als neue Teammanagerin. Mario, wir kommen. Ja, Frau Hammer, letzte Station bei Ihnen Offenbach, wenn ich richtig informiert bin, jetzt beim HFC. Sie haben damals schon zusammengearbeitet mit Thomas Sobotzik und mit Sreto Ristić. Können Sie erstmal Ihr Aufgabenprofil umschreiben, dass wir Sie ein bisschen kennenlernen hier beim HFC? Na klar, sehr gerne. Also eigentlich alles, was organisatorisch rund um die erste Mannschaft anfällt. Ja, und als Bindeglied zwischen dem sportlichen Bereich und der sportlichen Leitung. Was heißt das ganz konkret? Also kümmern Sie sich ums Trainingslager, sowas zum Beispiel? Oder? Busplanung, Hotelplanung für die Auswärtsspiele und Trainingsplan und so, solche Sachen, ja. Okay, was gibt es da schon, was geplant wurde? Was kann man vielleicht erzählen? Die anstehenden Freundschaftsspiele, genau. Und ja, das Trainingslager in Polen. Und ansonsten warten wir jetzt auf den Spielplan. Ja, genau. Und dann werden sozusagen die Hotels gebucht für die Auswärtsfahrten. Was hat sich dazu bewogen, hierher nach Halle zu kommen? Für mich eine neue Herausforderung beruflich. Hatte eine gute Zusammenarbeit mit Thomas Sobotzik in Offenbach und freue mich auf die neue Aufgabe. Man kennt die beiden Herren ja, Thomas Sobotzik und Sreto Ristić nur vor der Kamera. Wie sind denn die so hinter der Kamera? Eigentlich genauso. Professionelles Arbeiten und sehr angenehm. Ja. Welchen Eindruck haben Sie von der Mannschaft? Sie haben ja auch ein bisschen Gespür, wenn Sie in Offenbach waren und auch davor woanders. Was ist so Ihr Eindruck von diesem Team? Kann man da schon was sagen? Also jetzt heute erste Trainingseinheit. Bin gespannt auf die nächsten, aber ich denke, es ist eine gute Mischung zwischen erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Wie stellt man sich eigentlich vor? Müssen Sie auch singen? Neue Spieler müssen ja singen. Wie ist es bei Ihnen? Das weiß ich noch nicht. Ich bin gespannt. Okay. Dann vielen Dank, Frau Hammer. Dann wieder Platz nehmen auf der Bank und ein bisschen zugucken. Alles Gute für Sie. Dankeschön, dass Sie spontan bereit waren. Ja, liebe Zuschauer, das war also unser nächster Gesprächspartner und wir machen mal weiter, denn noch läuft ja die Trainingseinheit. Es werden Flanken gesetzt von rechts und dann war es eine Direktabnahme von Niklas Landgraf, der jetzt zurückgeht. Niklas Landgraf geht in seine sechste Saison mit dem HFC. Und das Kuriose, er hat noch kein Tor erzielt für die Rot-Weißen. Wurmt ihn natürlich auch ein bisschen, aber daran lässt sich ja arbeiten. Landgraf, der in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann. Und das war Geiret gerade mit einem Kopfball. Und im Tor, das sehe ich aber jetzt wirklich, das ist Luca Bendel. Das ist die letztjährige Nummer 3 beim HFC. Und jetzt sind meine Augen wieder klarer. Das ist der Neuzugang vom VfL Wolfsburg. Schulze. Ja, wird ein bisschen fröhlich geköpft. Und wir gucken mal, ob noch ein anderer Gesprächspartner bereit steht aktuell, sonst schauen wir mal auf die nächsten Tage und Wochen beim HFC. Es geht weiter am Samstag mit dem ersten Testspiel gegen Benstedt
um 14 Uhr. Dann am Dienstag wartet der VfB Sangerhausen. Man steigert sich also ein bisschen, das ist üblich. Dann geht es nächsten Sonntag gegen Lok Leipzig, den Regionalligisten. Und weitere Testspiele sind zwar terminiert, aber die Gegner stehen noch nicht fest. Mitte Juli wird der HFC nach Polen ins Trainingslager fahren, wird halt nochmal die Grundlagen legen für eine aus Fansicht hoffentlich erfolgreiche Saison. Ich gucke hier immer mal links und rechts, ob noch eine Möglichkeit besteht, einen Gesprächspartner zu bekommen. Dennis Hasenbeek, das ist der beste Physiotherapeut, den die Welt gesehen hat, geht hier einfach vorbei, hebt den Daumen, hat jetzt keine Zeit. Wir bleiben noch ein bisschen drauf, schauen uns noch ein bisschen das Training an und sehen Erich Berko bei einem schönen Flugkopfball. Er hat seinen Vertrag ja verlängert beim HFC. Kam im Winter. Und das war der Kapitän. Jonas Niedfeld, ganz wichtige Säule, hat sich ja auch zum HFC bekannt mit einem 3-Jahres-Vertrag. Das war allen Verantwortlichen wichtig, da ein stabiles Gerüst aufzustellen. Eine Achse mit Niedfeld, Kreuzer, das waren zwei ganz wichtige Transferentscheidungen. So, Jonas Niedfeld läuft zum Trinken. Vielleicht dürfen wir ihn da mal ganz kurz fragen. Lars Töffling, dürfen wir kurz mit Jonas Niedfeld eine Frage, oder? Herr Kapitän, dürfen wir mal ganz kurz... ja, aber... Okay, kurz warten. Alles klar, dann einfach schmecken lassen, das Wasser. Sonst alles gut? Er ist halt Profi durch... Profi, das hat er schon gelernt. Er ist halt Profi durch und durch. Da wird kein Interview gegeben während des Trainings. Das hat auch übrigens Thomas Sobotzik, den wir vorhin im Gespräch hatten, gesagt. Also Larifari wird hier nicht akzeptiert beim HFC. Und das war jetzt das beste Beispiel. Es gab grünes Licht vom Pressesprecher, aber er hat gesagt, er ist sich noch nicht sicher, ob die Trainingseinheit zu Ende ist. Wir können ja mal ganz kurz auf die Bank schwenken. Lars Töffling braucht gar nicht weglaufen. Ist der Pressesprecher vom HFC. Wird heute seinen letzten Auftritt haben. Und dann haben wir Thomas Sobotzik, der gerade Toni Lindenhahn begrüßt. Da gehen wir einfach mal mit. Das ist der neue Stadionsprecher. So, Toni. So, Grüße. Hi. Können wir mal kurz sprechen? Wir sind live drauf. Ja, Toni Lindenhahn, was treibt Sie hierher? Ja, ne, erstens natürlich die Jungs immer wieder zu sehen jetzt und freue mich natürlich immer wieder herzukommen. Mit einem komischen Gefühl, muss ich ehrlich sagen, weil es das erste Jahr ist natürlich, wo ich jetzt selber nicht auf dem Platz stehe beziehungsweise in der Vorstellung dabei bin. Schwierig ein bisschen. Vor 4 Wochen der Abschied gegen Borussia Mönchengladbach, der kleine Abschied sozusagen hier in einem Testspiel. Den großen wird es ja geben nach gefühlt 20 Jahren beim HFC. Anfang September, gibt es da schon was Neues? Genau, wir saßen hier zusammen. Ich sag mal, wir haben jetzt hier alle Dinge, sag ich mal, die noch besprochen werden mussten, um dass es jetzt losgehen kann. Ich glaube, am Montag wird der Vorverkauf losgehen. Ja, und dann freue ich mich natürlich, dass wir hoffentlich viele Fans hier ins Stadion bekommen. Können Sie mal 1, 2 Sätze sagen? Wird das ein Spiel gegen Allstars werden? Wer kommt alles? Also ich will nur mal so sagen, es wird 2 Mannschaften geben, die wir selber stellen. Und ja, den Rest lassen wir uns noch überraschen. Es kommt demnächst in den offiziellen Medien. So, wie geht's sonst weiter? Also Knie ist ja noch nicht 100%, deshalb mussten Sie ja Ihre Karriere beenden. Wie geht's jetzt weiter? Na, Gespräche habe ich jetzt auch mit dem Verein geführt. Das, was natürlich auch sehr naheliegend war, gute Gespräche gehabt mit Oliver Kühr auch, weil das Thema... Vorstandsmitglied. Genau, Vorstandsmitglied. War ein Thema natürlich auch Nachwuchs, was ich mir sehr, sehr gut auch vorstellen könnte, was sehr naheliegend auch ist. Und dann müssen wir gucken, ob wir das verbinden können und werden natürlich auch irgendwann eine Entscheidung treffen, ob das in die Richtung geht oder nicht. Wie sieht es da so aus? Gibt es eine Tendenz? Also kann man das ein bisschen umschreiben, welche Funktion das wäre im Nachwuchs? Also als Teamchef oder als Trainer? Oder? Ja, nein, als Trainer nicht. Wahrscheinlich dann eher in die Richtung Planung, Projektum, Vermarktung, sowas dann halt in Verbindung natürlich entweder mit einer Ausbildung oder mit einem Studium. Weil ich natürlich ja auch ein Stück weit auch von der BG natürlich bezahlt werde. Jetzt noch im verletzten Status, dann irgendwann in Status berufliche Zukunft. Ja, Sie haben ja auch viel Ahnung, Herr Lindenhahn. Jetzt sehen Sie die Truppe hier zum ersten Mal. Wie ist der erste Eindruck? Wir müssen seriös bleiben. Nein, es ist natürlich schön und ich glaube auch, dass eine gewisse Euphorie auch da ist. Wenn ich sehe, was
hier jede Woche passiert oder wie viele Jungs jetzt dazugeholt worden sind. Es sind natürlich auch schon ein paar Jungs dabei, die auch ein bisschen was nachgewiesen haben. Und das ist schön und man sieht natürlich, dass auch wieder einige gekommen sind und das auch interessiert. Und hat man so ein Bauchgefühl, also nach den letzten Jahren, wo es ja immer gegen den Abstieg ging, wie es dieses Jahr ausgehen könnte? Ja, lassen wir mal die Vorbereitung vorbeigehen. Ich werde mir die Spiele natürlich versuchen, auch alle mit anzuschauen. Und dann können wir auch eine Tendenz abgeben. Ich glaube erstmal, dass es ganz ordentlich aussieht, dass der Kader gut zusammengestellt wurde und man natürlich mit der Euphorie dabei ist. Wichtig ist natürlich dann am Ende, wie die ersten Spiele ausgehen. Ich sag mal, wenn wir dann eine Euphorie mitnehmen wollen, wäre es cool, wenn wir natürlich 2-3 Spiele am Anfang gewinnen. Und dann hoffen wir, dass wir das mal in die richtige Richtung wieder schieben. Tom Lindner, vielen Dank, dass Sie sich spontan Zeit genommen haben. Alles Gute weiter, vielleicht auch irgendeine Funktion beim HFC. Dankeschön. Liebe Zuschauer, und Sie haben gehört, das Training ist offiziell beendet. Das heißt, wir können uns jetzt ein paar Spieler greifen. Wir müssen ein bisschen flexibel sein. Wo wir mal anfangen, vielleicht gehen wir zuerst zum Trainer, zu Sreto Ristić. Ob er kurz Zeit hat. So, Lars Töffling ist bei ihm. Sreto Ristić rammt hier 3 Stäbe rein. Herr Ristić, können wir kurz reden? Passt das? Wir sind gerade live drauf. Vielen Dank für die Spontanität. Sreto Ristić, Cheftrainer des Hallischen FC. Bevor wir über das Sportliche sprechen, Sie sind braun gebrannt. Wie erholsam war es im Urlaub? Ja, im Urlaub soll es erholsam sein. Bei mir war es auch so ein bisschen kurz, aber okay. War schön. Sie haben ein scharfes Auge. Wie fit sind Ihre Jungs? Ich hab mich verstanden. Sie haben ein scharfes Auge. Sie kennen die Daten der Leistungsdiagnostik. Welchen Eindruck macht die Truppe? Ja, ich denke schon, dass es keine größere Veränderung gibt. Wir sind am Anfang einer Vorbereitung. Wir haben noch fast 6 Wochen, 5,5 Wochen haben wir. Das ist jetzt keine große Sache, dass sie nicht im Top-Zustand sind, ist ja klar. Aber dafür ist eine Vorbereitung da. Was ist für Sie als Trainer das Wichtigste in der Vorbereitung? Also heutiger Tag ist einfach nur ein bisschen, um kennenzulernen, wieder Ball zu berühren, auch mal den Fans Hallo zu sagen und sie zu bedanken, dass sie zahlreich hier erschienen haben. Aber grundsätzlich geht es ja in erster Linie in den ersten 2 Wochen mit Sicherheit um Kraft, Ausdauer. Und dann werden wir das auf jeden Fall an Intensität steigern, vielleicht am Umfang ein bisschen reduzieren. Und dann geht es ja im Trainingslager auch um die gewissen Inhalte. Wie wollen wir gegen den Ball spielen, wie wollen wir mit dem Ball spielen, was passiert, wenn wir ihn verlieren oder eben gewinnen. Plus Standards, das sind sehr, sehr viele Themen, die wir begleiten werden. Aber in erster Linie geht es ja um gewisse Grundlagen, um Fitness und auch um Basics. Als Sie im Februar hierher kamen, da war das Motto ganz klar, Sie mussten den Verein retten, das ist Ihnen geglückt. Was ist das Motto für dieses Jahr? Ja, es gibt kein Motto, es gibt einfach nur Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Das ist wirklich eine ehrliche Arbeit mit klaren Aufgaben und das wollen wir umsetzen. Wir haben nicht vergessen, was für eine Saison wir hinter uns haben. Daraus sollten wir lernen und dieses Jahr versuchen, es besser zu machen. Ihr Punkteschnitt aus den letzten 4 Monaten war 1,5. Wenn man das hochrechnet, mal 38, kommen 57 Punkte raus. Wie sehr orientieren Sie sich daran in dieser Saison? Gar nicht. Sie wissen auch vielleicht warum. Ich habe ja schon bei einem Verein gearbeitet, wo ich Schnitt über 2,2 hatte. Und Offenbach? Schnitt wäre ich aufgestiegen. Hätte, wenn und aber. Das sind alles Themen, die mich nicht interessieren. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Darum geht es ja, die Jungs schnellstmöglich zu integrieren. Die sollen sich kennenlernen. Und wie gesagt, wir wollen eine bessere Saison spielen als zuletzt. Lassen Sie uns noch ganz kurz über einige Neuzugänge reden. Besser Halimi, den haben Sie auf Herz und Nieren geprüft. Thomas Sobotzek hat gesagt, der war sogar im Urlaub mal bei Ihnen. Wie wichtig ist das sozusagen, dass man Spieler wirklich dann richtig durchcheckt und mit vielen Gesprächen versucht, auch irgendwie zu durchleuchten, oder? Ja, das ist unsere Aufgabe. Ich meine, auch da sind wir nicht oder bleiben nicht verschont von irgendwelchen Überraschungen. Das ist nun mal so wie Arbeit mit Menschen, aber unsere Aufgabe ist es bestmöglich, Informationen zu sammeln, zu sehen, in welchem Zustand sie sind, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Ich habe mit Besa schon zusammengearbeitet, weiß, welche Qualität er hat, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Der ist jetzt am Ende seiner Karriere, ist im besten Alter. Und für mich war es ja wichtig, nicht nur Besa, alle Spieler kennenzulernen, mit denen Klartext zu sprechen, sie nicht zu überreden, sondern einfach zu überzeugen und die aber auch mit einer Überzeugung zu uns kommen sollen. Und das war bei Besa der Fall und über seine fußballische Qualität brauchen wir nicht reden. Aber es gibt sehr, sehr viele gute Fußballer. In der Vergangenheit gab es die und für uns zählt es einfach nur Ist-Zustand und das, was in der Zukunft passieren soll. Wenn Sie mit den Spielern reden, wie nehmen die Halle wahr? Der HFC ist in den letzten Jahren immer haarscharf am Abstieg vorbeigeschrammt. Nehmen die Mannschaft oder das Team oder den Verein als Abstiegskandidat wahr oder wie nehmen die den wahr?
Ja, das ist mit Sicherheit so. Auch die werden versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen. Und da gilt es ja schon, ein paar Sachen aufzuzeichnen und zu sagen, was wir vorhaben. Das sollte auch irgendwie rüberkommen, ehrlich rüberkommen und nicht bla bla bla. Und das haben wir versucht. Offensichtlich ist es uns gelungen. Letzte Frage, brauchen wir einfach nur ganz kurz. Wie lautet das Saisonziel? Unser Ziel ist es, jedes Spiel ernst anzugehen und das nächste ist das Wichtigste. Dankeschön, Herr Rüstic. Viel Spaß weiter bei der Vorbereitung. Dankeschön. Danke, Herr Rüstic, für diese spontane Aktion. Und jetzt schauen wir uns mal dort, lieber Mario, die Neuzugänge an. Die positionieren sich gerade und vielleicht können wir Sven Müller, der kommt sofort. Muss noch ein Foto machen, alles klar, da haben wir natürlich Verständnis dafür. Also, die Neuzugänge, können wir Ihnen das alle mal vorstellen, positionieren sich jetzt. Also, muss ich selber mal auf meinen schlauen Zettel schauen. Von links angefangen, das ist der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach. Der ist gestern verpflichtet worden. Ein defensiver Mittelfeldspieler, hat mehr als 100 Spiele gemacht in der dritten Liga. So, wir dürfen, glaube ich, jetzt erstmal auf den Rasen. Musst du kurz mal schauen, was jetzt hier möglich ist. Genau, wir gehen hier einfach mal mit drauf und sehen dann sozusagen die Neuzugänge beim HFC. Also, fangen wir mal an. Neben Sret Rüstic links, das ist Tom Baumgart von Erzgebirge Aue. Ist er gekommen? Ja, ich glaube, es wird jetzt zu schnell, einfach alle vorzustellen. Vielleicht können wir mal ganz kurz Dominik Baumann. Dominik Baumann? Können wir mal ganz kurz reden? Stefan Weitling? Wenn ich das hier darf. Ja, klar, ich denke schon. So, danke, dass ich kurz Zeit nehme. Dominik Baumann, letzte Saison den HFC hier 2 eingeschenkt. War das Ihr Bewerbungsvideo sozusagen? Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war schon öfters mal im Gespräch hier und diesmal hat es einfach geklappt. Und jetzt freue ich mich, dass ich da bin und hoffentlich für einen HFC-Tor schieße. Was war das Ausschlaggebende? Sie sind ja auch sehr familienverbunden, wohnen in der Nähe, glaube ich, von Oschatz. Hat das auch eine Rolle gespielt? Ja, natürlich. Also es hat dann einfach das Gesamtpaket gepasst und ich war dann einmal hier und dann ging es relativ fix und habe mich entschieden, das zu machen und davon bin ich auch überzeugt. Toni Wachsmuth, der war mal Ihr Sportdirektor beim FSV Zwickau, der hat mal gesagt, der Dominik Baumann ist einer, der will nicht nur zur Arbeit gehen, der will auch Spaß haben, der braucht mal einen Spruch. Was heißt denn das? Ja, das ist schon ein lockerer Typ bin und trotzdem nicht den Fokus verliere, aber trotzdem mit Spaß zur Arbeit gehe und natürlich Fun bei der Arbeit habe einfach. Der HFC ist in den letzten Jahren immer haarscharf am Abstieg vorbeigeschrammt. Wie nehmen Sie den Verein wahr? Ist das für Sie ein Abstiegskandidat? Wie nehmen Sie es wahr? Nee, also ich denke mal, der Hallische FC ist schon lange in der Liga. Ich glaube, der Dino hier und ist trotzdem ein super Stadion, super Stadt und hier hat sich was entwickelt. Und ich wollen das dieses Jahr einfach nicht so eng machen, wie es die letzten Jahre, denke ich mal, war. Und dafür müssen wir jetzt arbeiten. Letzte Frage, die Offiziellen, die rücken immer nicht so richtig mit dem Saisonziel raus. Haben Sie ein knackiges Parat? Wenn die Offiziellen das nicht machen, dann mache ich das auch nicht. Danke, Dominik Baumann. So, und wir schauen noch mal nach rechts. Lieber Mario, da sehen wir, dass ein paar HFC-Fans Autogramme schreiben. Beziehungsweise die Spieler, den HFC-Fans Autogramme schreiben, so rum. So, da haben wir, glaube ich, Timur Geiret. Links oben, offensiver Mittelfeldspieler. Und wir gucken mal, wen wir noch vors Mikro bekommen können. Das ist alias Zazar. Haben wir gehört von Thomas Sobotzik, er soll also bleiben. Die Angebote, die für ihn vorgelegt wurden, die waren nicht so, wie es sich der HFC vorgestellt hat. Hallo. Erster Saar, eine kurze Frage. Erste Trainingseinheit, ganz schön geschwitzt. Ist der Urlaub schon verpufft? Ja, natürlich. Also erste Einheit, alle zufrieden zurück, mit voller Energie. Wir freuen uns auf kommende Saison und ja, harte Arbeit für uns. Es gab Anfragen, hat Thomas Sobotzik erzählt, von einigen Zweitligisten. War alles ein bisschen schwierig, die Summe hat nicht gestimmt. Können Sie sagen, wo Sie nächste Saison spielen und diese Saison spielen? Bleiben Sie beim HFC? Ich bin HFC-Spieler, Vertrag bis 2024, also ich bin da. Dankeschön. Dankeschön.
Das waren klare Worte von Alias Zazar. Und vielleicht können wir noch mal den Kapitän dann als letztes vor das Mikrofon bekommen. Jonas Niedfeld schreibt hier noch fleißig Autogramme. Manche geben sogar ihr letztes Hemd für den HFC. So, Jonas Niedfeld, jetzt ist Training beendet. Sehr professionell vorhin. Ja, erste Trainingseinheit ist absolviert. Gestern gab es schon ein paar Leistungstests. War alles sehr intensiv, was ich gehört habe. Ist der Urlaubseffekt schon verpufft? Nö, das nicht. Also man weiß schon noch, dass man jetzt gerade erst aus dem Urlaub kommt. War alles neu. Für mich jetzt nicht ganz so ungewohnt natürlich, aber trotzdem viele neue Gesichter und ja, ich freue mich aber auf die neue Saison. Was ist für Sie das Wichtigste in der Vorbereitung? Worauf kommt es für Sie ganz persönlich jetzt an? Ja, einfach jeden Tag Vollgas zu geben, um richtig fit zu werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste für uns in der Vorbereitung. Natürlich jeden Einzelnen auch kennenzulernen und dann ja, im Verlauf, wenn es dann näher an die Spiele geht, natürlich auch taktisch einiges einzustimmen. Die letzte Saison, die begann sehr holprig, 4 Niederlagen zum Auftakt. Was hat man vielleicht daraus gelernt? Was muss anders laufen in der Vorbereitung, dass es eben nicht nochmal so eine Serie gibt am Anfang? Ich weiß nicht, ob da so viel anders laufen muss. Ich glaube, ja, es hat sich letztes Jahr einfach so ergeben, war dann unglücklich für uns, gleich so reinzustarten und hat sich ja dann auch die ganze Saison durchgezogen. Ich bin aber ja, ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr mit einem noch anderen Fokus rangehen werden und ja, von daher nicht wieder so einen Start hinlegen. Punkteschnitt und das Retouristisch war zuletzt 1,5. Wenn man das hochrechnet, sind das 57 Punkte. Wie sehr kann man sich daran orientieren für die neue Saison? Gar nicht. Also ich glaube, das sind alles irgendwelche Statistiken, die wir mit einer anderen Mannschaft dann gesammelt haben. Aber ich denke schon, dass man gesehen hat, was unter dem Trainer möglich ist. Und natürlich wollen wir wieder in diese Richtung kommen. Das heißt, das Saisonziel lautet wie? Gibt's nicht. Gibt's nicht? Okay. Ich habe noch keins, war der erste Tag heute. Okay, dann einfach noch ein bisschen überlegen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau 6 Wochen geht die Vorbereitung. Vielen Dank, Jonas Niedfeld. Aber ganz kurz, Sie bleiben Abwehrboss oder gibt es irgendwelche? Sind ja gelernter Stürmer? Denke schon. Ja. Denke schon. Okay. War im Training ja auch gerade so. Dankeschön für die Zeit. Ja, das war Jonas Niedfeld, der Kapitän vom HFC. Und ja, jetzt sind die meisten auch in den Katakomben verschwunden. Und ich würde sagen, das war ein schönes Potpourri an vielen Tönen. Mario, zeig nochmal auf. Du hast nur noch Lust, ja? Gut, dann nehmen wir hier noch Zunay Deniz, der auch noch ein paar Autogramme schreibt. Die Männer haben jetzt wieder ihre Hemden angezogen. So, na gut, wenn Mario noch einen haben möchte, dann machen wir natürlich noch Zunay Deniz. Ja, heute haben wir uns extra Zeit. Ja. Sehr gut, Zunay. Können Sie kurz unterbrechen für 2 Sätze? Sie haben ja Zeit, genau. Zunay Deniz, Sie sind ja einer Mittelfeldspieler beim HFC. Glaube, zweitbester Torschütze in der letzten Saison, richtig? Genau, richtig. Ja. Man kann ja auch Instagram bei Ihnen nachverfolgen, wo Sie sind. Sie waren in Istanbul im Urlaub, wie war's? Ja, war super. Also mit meiner Familie ein bisschen einfach die Zeit genossen, bei Verwandten ein bisschen gewesen und ja. War auf jeden Fall eine tolle Zeit. Wie viel ist schon wieder verschlissen nach der Einheit hier vom Erholungsfaktor? Ja. Also wir haben uns natürlich darauf gefreut, so, dass es endlich losgeht, deswegen, aber heute war es jetzt auch mehr so ein Training für die Fans, sage ich mal, dass wir uns auch ein bisschen näher sehen und die Neuzugänge vorstellen können, aber jetzt ab morgen geht es dann richtig zur Sache, glaube ich. 9 Neuzugänge gibt es, wie läuft bisher die Integration, stellt man sich da vor, ergreift einer das Wort, kochen Sie kochen ja gerne, wie sieht es da aus? Nee, also ich glaube, die Spieler stellen sich immer vor, viele kennt man auch natürlich. Vielleicht hat Wen kennen Sie zum Beispiel? Ja, also jetzt... Vom Namen her jetzt nicht speziell jemanden, aber so man hat mal die Namen auch gehört oder weiß halt auch, von wo sie kommen. Aber sonst, ich glaube, nach und nach führt man da ein paar Gespräche, geht zusammen was essen mittags oder so. Ja, läuft eigentlich ganz harmonisch ab. Alles klar, dann vielen Dank, Zunay Deniz, viel Erfolg hier. Entspannte Vorbereitung, wird hier anstrengend und weiter Autogramme schreiben. Genau, so liebe Zuschauer, Mario, ich glaube, jetzt gibt es von dir auch grünes Licht. Wir freuen uns, der Daumen geht rein, genau. War eine schöne Zeit hier aus dem Leuner Chemiestadion. Vielen Dank und wir verfolgen natürlich den HFC weiter, wie auch die anderen Drittligisten, Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden, auch die Regionalliga natürlich ganz klar im Fokus mit ganz vielen Mannschaften aus dem Sendegebiet. Darüber halten wir Sie natürlich auf den Laufenden, immer in der Sport im Osten App auf mdr.de/sport. Ich sage vielen Dank. Mein Name ist Stefan Weitling fürs Zuschauen und bis bald.